Wenn ich jetzt verwirrt bin und versehentlich meine Verbündeten attackiere, kriegen meine Verbündeten davon keinen Schaden. So. Destiny können wir weiterhin mitnehmen. Also, was muss ich jetzt alles machen? Ich muss ein Orangegummi auf U5 finden. Ich muss eine Pilzsiefbeere in U6 abliefern und ich muss jemanden bis U7 eskortieren. Das ist dann. Ich habe 2 A-Missionen. Also, wenn die gut gehen, dann kriege ich Punkte ohne Ende. Die Frage ist, ob die gut gehen. Das bezweifle ich nämlich gerade irgendwie so ein bisschen. Krieg noch ein Felino als Klienten. Das ist durchaus vorteilhaft, weil du einen H2O-Absorber hast. Damit schon mal die Hälfte der Attacken, die du hier abkriegst, keine Wirkung mehr haben. Ist die Frage, welches der beiden Felinos ist jetzt welches? Das Kropseln muss zuerst weg. Hier haben wir Kleinkiesel. Ein Orb. Ein Lähmorb. Das ist doch sehr, sehr schön. Den können wir doch gut gebrauchen. Das sind noch ein paar Items, die nehme ich doch gern noch mit. Ein Köderorb. Wieso setzt du Lehmsohle ein? Das ist das Allerbeste, wenn einem die Pokémon, die man eskortieren muss, das Leben künstlich schwer machen. Mit so tollen Attacken wie Lehmsula, wenn man ein Elektro-Pokémon spielt. Du machst ganz schön viel Schaden, mein Kollege. Aber hey, ich bin Level 14, das ist sehr, sehr gut. Und fliege ebenfalls. Am Anfang sind die Level-Ups noch so verdammt stark. Hier haben wir noch eine Persifbeere. Auf der nächsten Ebene ist schon die erste Missionsziel. Hier ist... Okay, das Orangegummi haben wir gefunden. Nein, ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen. Ich möchte fortsetzen. Nächste Zielebene. Hier muss ich irgendjemandem eine Persifbeere geben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, da ist das Staralili. Ja, ich möchte das Item übergeben. Und hier ist auch direkt die Treppe, sehe ich gerade. Ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen, ich möchte fortsetzen. Und Moment, das Item nehmen wir noch mit. Wasserfallhöhle U7. Zielebene erreicht. Ein Heilsamen. U7 ist das Ziel von der Escort-Mission. Wäre es nur noch schön, wenn ich irgendwo dann das Pokémon finden würde. Den Kecleon-Laden, aber der hat da nichts, was ich irgendwie halbwegs brauchen könnte. Das ist eine Siedelbeere und irgendein Orb. Den Orb schaue ich mir aber mal an. Es ist ein Appell-Orb, okay.
Ach, da ist das Nidorino, zu dem ich eskortieren muss. So, sehr schön. Ich möchte den Dungeon noch nicht verlassen, ich möchte mein Abenteuer fortsetzen. Bin ich mal gespannt, ob ich die Escort-Mission schaffe. Ganoven-Mission schaffe, das meine ich. Escort haben wir ja schon. Wie sieht's denn mit meinen Attackenpunkten aus? Ich habe noch 6 Donnershocks. Beim Rest sieht's wahrscheinlich auch noch gut aus, oder? Ja, die haben ja kaum gekämpft. KP sind bei allen voll. Okay. 30 KP machst du mir mit einem Ruckzuckhieb. Spinnst doch. Erstmal eine Siedelbeere. Er hat Tempo verloren, das ist sehr, sehr schön. Sehr schön, ich habe ihn geschafft. Das ist ein großer Erfolg. Jetzt gibt's Punkte. So, was kriegen wir jetzt für dieses Orangegummi? 200 Pokel und wir kriegen einen Persivschal und 20 Punkte. Da hätte ich lieber den Gummi behalten. So, hier kriegen wir 200, ein Royalgummi, sehr schön. Und 20 Punkte. So, dafür müsst ihr jetzt... Okay, das ist jetzt... Blöd, ich habe schon ein Felino in meinem Team. Der will sich mir jetzt echt anschließen. Aber komm, kriegst aber du keinen Spitznamen. Weil ich meine, ich habe mein Destiny schon. Du kriegst keinen Spitznamen. Und 60 Punkte. Und für die müsstest du jetzt auch nochmal 60 geben. Oh, Gift-Heap als TM. Und ein Goldband. Genial. Ich hab Geld. Und ein Blaugummi. Und 60 Punkte. Womit wir jetzt in den Silberrang aufsteigen. Die Anzahl der Items, die im Lager aufbewahrt werden können, ist von 96 auf 200 gestiegen. Außerdem kriegen wir ein Zink. Das ist doch sehr schön. Das war ein richtig erfolgreicher Tag, würde ich mal sagen. 2 A-Missionen und das mit Level 14. Jetzt fehlt nur. Jetzt kommt's gleich, als nächstes kriege ich schon S-Missionen. Es passiert wieder etwas. Es gab gerade erst Abendessen, aber ich könnte noch mehr vertragen. Bei so einer Pampe wird mein Magen nie voll werden. Du hast einen Magen? Na gut, die Gildenmitglieder sind jetzt alle im Bett. Gehen wir sie suchen. Was suchen? Was wohl, die Vorratskammer der Gilde. Wenn wir die Vorräte gefunden haben, schlagen wir uns den Wanst voll. Die Idee gefällt mir, Boss. Okay, fangen wir an. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist Morgen! Ach ja. Silberrang. Bis zum nächsten Rang sind es jetzt 1255 Punkte. Das wird noch dauern. Es sei denn, ich mache jetzt am laufenden Band A-Missionen, dann könnte das recht schnell gehen.
brauche jetzt schon relativ viel, wenn ich bedenke, dass ich für die hinteren Ränge auch nur ungefähr 4000 brauche. Aufgabe für heute ist es, die Vorräte der Speisekammer aufzufüllen. Speisekammer? Du meinst, wir sollen etwas zu essen besorgen? Richtig. Wir haben heute Morgen die Speisekammer kontrolliert. Aus irgendeinem mysteriösen Grund sind alle Vorräte der Gilde drastisch geschrumpft. Darüber hinaus ist der Vorrat an perfekten Äpfeln verschwunden. Sie sind als einziges Item überhaupt nicht mehr auf Lager. Perfekte Äpfel? Was ist das? Das sind sehr große und sehr schmackhafte Äpfel. Aber nicht nur das, sie sind auch die Lieblingsspeise des Gildenmeisters. Wenn es keine perfekten Äpfel gäbe, würde der Gildenmeister... Der Gildenmeister würde... Ah. Was? Was würde mit Knuddler passieren, wenn es keine perfekten Äpfel gäbe? Der Gildenmeister würde... Ja, das würde passieren. Dann flehe ich euch an. Geht und holt perfekte Äpfel. Was hat er gesagt? Ich habe nichts gehört. Es wird mich verrückt machen, das nicht zu wissen. Nun gut. Natürlich holen wir welche. Du kannst auf uns zählen. Gut, ihr findet die perfekten Äpfel tief im Apfelwald. Doch Vorsicht! Es hört sich nach einem einfachen Auftrag an, aber dieser Job ist von entscheidender Bedeutung. Schließlich geht es hier um des Gildenmeisters. Ah! Also bitte versagt nicht. Okay. Geben wir immer unser Bestes. Sieht aus, als würden sie auf Futtersuche gehen. Weil wir uns letzte Nacht den Magen vollgeschlagen haben. Die undankbare Aufgabe verdanken sie uns. Hahaha. Los, machen wir Zoff. Das ist dieser Teil des Kapitels, den ich definitiv nicht mag. Aber wir haben wieder einen neuen Dungeon. So, ich hole mir erstmal wieder ein bisschen Zeug. Nee, nicht lagern. Ich möchte erstmal wieder mein Zeug nehmen. Ich kann mir damit ja... Oh, was sehe ich denn da? Der Elevolting Link hat offen. Habe ich schon Attacken, die sich irgendwie lohnen zu kombinieren? Nicht so wirklich. Donnerschock und Donnerwelle vielleicht. Aber ich glaube, da warte ich lieber bis Level 17, bis ich... Wobei... So eine Link-Attacke wäre echt nicht schlecht. Ich besorge mir mal eine. Okay. Ich muss erstmal... Genau. Donnerwelle und Donnerschock. Die bitte schön linken. Und fixieren. Können wir hier noch was machen? Kraftwelle und Biss kombinieren vielleicht. Da sind die Attackenpunkte zu unterschiedlich. Bei ihm lohnt sich's nicht. Und hier, gut, ich könnte Aquaknarre und Lehmschuss kombinieren, aber das lohnt sich auch wegen den Attackenpunkten nicht. Da verliere ich zu viele Attackenpunkte. Und das war's. Hauptsache mal ein Link mit drin. Jetzt habe ich zwar nicht mehr genug Geld, um mir noch einen Belebersamen oder sowas zu leisten, aber ich habe eine gelinkte Attacke und damit kriege ich jetzt schon mal wesentlich mehr EP als vorher. So. Erstmal sortieren. Was brauchen wir denn nicht? Ich brauche keine Kleinkiesel. Großer Apfel brauche ich auch nicht. Passivbeere reicht mir eine. Belebersamen reicht auch einer. Wir haben jetzt keine Bossgegner, also können wir das Zeug auch wegtun. Ich habe doch da mindestens ein paar Gummis drin, oder? Ach ja, die wäre auch noch nett zu wissen, ob ich die jemandem beibringen kann. Fliege zum Beispiel. Habe ich noch irgendwo Gummis? Da habe ich Gummis, Royal-Gummis und einen Blaugummi.
Kann die irgendjemand lernen? Fliege kann sie lernen. Ja, das ist sehr schön. Jetzt muss ich erstmal schauen. Die hat 14 Attackenpunkte. Was ist... Was hat sie denn? Ach du Heilige. Ist die stark. 6 Sterne und 6 Trefferquote. Gut. Das kommt ein bisschen über die Kraftwelle, aber... hat 4. Ruckzuckhieb hat 3. Aber gut, ich mache den Konter mal weg. Dann hat Fliegi jetzt eine super, super geile Attacke. Da ich davon ausgehe, dass ich demnächst niemanden mit der Aufbereitung kriege und ich den Giftig auch sonst, glaube ich, nicht mehr brauche, kann ich den auch eigentlich weghauen. Hast du eigentlich irgendwas Interessantes heute? Nee, nicht wirklich. Die genutzte TM kannst du aber haben. So. Aber Fliegi kann jetzt den Gift-Hieb. Das ist super. Damit kann man nämlich die ganzen Pflanzen-Pokémon vom Leib halten. Magnetilo, was hast du denn? Ein Klingplim soll man verhaften auf der Feuchtklippe. Ich habe an der Feuchtklippe sowieso noch einen Job mit einem Blaugummi offen, also können wir genauso gut mitnehmen. So. Dann... ich hätte gern einmal diesen rosa Gummi für mich. Spezialverteidigung steigt, das ist sehr schön. Dann steigern wir die Spezialverteidigung auch gleich nochmal mit ein bisschen Zink. Schon, machen wir mal einen Wunderdrink. Immer noch keiner. Ich will Wunderdrinks. Blaugummis sind für mich neben Azurgummis und nach Gelbgummis schon die besten. Er hat ein erstaunlich gutes Gefühl, das gibt zumindest ein bisschen extra IQ. Bitte mach mir einen Wunderdrink, komm schon. Gib mir den Wunderdrink, Pandir. Immer noch nix. Komm, einen Versuch hast noch. Gib mir den Wunderdrink. Ich weiß, du kannst es, Pandir. Wir glauben alle an dich. Gib mir den Wunderdrink. Ja, zumindest fast. Noch mal ein bisschen extra IQ. Und neue IQ-Fähigkeit. Abhiersparer, das ist super. Abhiersparer. Yay. Ich habe immer, wenn ich eine Attacke benutze, besteht eine Chance, dass ich dabei keine AP verbrauche. Das ist äußerst praktisch. So. Ich bin am Überlegen, soll ich Schalellos noch mitnehmen? Muss ich ihm nur die... muss ich ihm nur seine Item-Dingens ausmachen? Ein Item-Meister. Bitte ausmachen. Den Rest darfst du machen, wie du lustig bist. Wenn wir da drin jetzt ein paar Pokémon verkloppen, sollte der ganz schön viele EP kriegen. So,
So, wir haben wieder etwas Wichtiges zu erledigen im Apfelwald.